Sport ein Volkssport. Ist es heute auch noch, aber nicht mehr so intensiv wie damals. Und heute unternehme ich eine Tour, wie gesagt, am Chemnitzer Land. Startpunkt von Chemnitz über Mittelbach, Oberlungwitz, am Sachsenring vorbei, Hohenstein vorbei, über Hermsdorf, Bernsdorf. Das sehen wir gleich hier. Weiter geht's vorm Viadukt nach St. Egidien, wird abgebogen Richtung Kuhschnappel und Kuhschnappel dann Richtung Hohenstein weiter. Wunderschöne Heimat, ganz sauber und gepflegte Orte, zum Teil Zeitreise wie in den 50er Jahren, nur eben gepflegt und sehr ordentlich und schöne Natur am Forellenfluss vorbei und ja, bis später. Und so sieht die Landschaft hier aus. Wenig Betrieb, ab und zu mal ein Auto, ab und zu mal ein Fahrradfahrer, Pferde, Forellen, Eschen. Hier sind auch Flugangelstrecken für die Salmonidenangler unter uns. Und natürlich ab und zu kommt ein Motorradfahrer hier mit schöner Schräglage gebraust vom oder zum Sachsenring unterwegs. Aufgrund der extremen Windgeräusche kann ich nicht allzu schnell rollen, sonst wäre gar nichts zu verstehen. Aber so bekommen wir einen guten Eindruck. So, jetzt komme ich von Hermsdorf nach Rüsdorf. Und immer wieder herrliche vier Seitenhöfe, drei Seitenhöfe. Ganz viel Duft nach Natur und unterwegs wunderbare Lindenalleen wie in Mittelbach und Oberlungwitz mit herrlichen Blütenstand und Duft zurzeit und vielen Bienen und Hummeln. So, so schaut's aus. Für die Rennradfreaks unter uns, ich fahre ein 18 Jahre altes Gott Alu Rennrad, schwer, aber unverwüstlich und bewährt. Unsere Gaststätten sind wieder geöffnet, die meisten jedenfalls, und freuen sich über unseren, über euren Besuch. Hier mal kurz einen Überblick, wie weit in welche Richtung und was alles möglich ist. Hier ist es Kuhschnappel, Richtung Waldenburg auch sehr zu empfehlen. Wunderschöne kleine Marktplätze, Dorfplätze und alles sehr gepflegt. Und hier drüben ist der Forellenfluss, wie gesagt. Ja. Viele Grüße aus unserem wunderschönen Sachsenlande. Hier in dem Fall aus dem Chemnitzer Land. So, jetzt sind wir schon Ortseingang St. Egidien und biegen jetzt rechts ab an der Eisenbahnstrecke Richtung Sachsenring und Richtung Kuhschnappel. Und apropos Tradition und Radsporttradition, ich bin Mitglied im Skiclub Augustusburg und
Wir betreiben aber Ganzjahressport. Und von unseren 4 Listgenerationen sind, also Listgenerationen von 7 bis 86 Jahre, sind 3 auch im Skiclub. Und mein Vater, also der Urgroßvater, mit seinen 86 ist bis voriges Jahr Rad gefahren und schwimmt noch. Aber unsere 3 Generationen sind wie gesagt im Skiclub und fahren aktiv Ski und Rennrad und Rad und anderes mehr. Jetzt kommen wir gleich nach Kuhschnappel. Auf dieser Rennradrunde mein ultimativer Lieblingsort. Bekannt vor allen Dingen für den Saft und vieles anderes mehr. Heute bin ich alleine unterwegs. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist mein Sohn, der Sportler Florian List, hat ja einen schweren Unfall und ist operiert worden und fällt lange Zeit dafür aus. Und gern würde ich mit Mike Reinhardt von Kaffee Reinhardt eine Rennradrunde drehen in der Heimat hier in der Region. Und ich denke, da wird es bald mal die Gelegenheit geben. So herrlich sieht es hier in Kuhschnappel aus. Die Fruchtsaftkälterei fiel mir von der Name nicht ein. Das ist der bekannte und zu DDR-Zeiten berühmte Hacketaler aus Kuhschnappel. So wunderschön sieht es hier aus. Hier der sehr, sehr schöne Dorfteich von Kuhschnappel. Dazu ist zu sagen, fast jede Gemeinde hat hier einen kleineren oder größeren Dorfteich, oft auch einen Bach, Forellenbach. Viele Gemeinden haben immer noch ein Kulturhaus. Zum Teil große Säle mit großen Bühnen und leider mittlerweile großen Teilen gestorbener Kultur aufgrund der Politik, die bis 2021 in Deutschland geführt wurde. Heute kommt nichts mehr zur Politik, das war nur ein kurzes Abschweifen. Wunderschöne Heimat, Natur, Geschichte. Der Sachsenkanal befindet sich oder berichtet jetzt von oberhalb von Hohenstein mit Blick auf den Scheibenberg, Geier und besonders unserem Fichtel- und Kallberg. Trotz der diesigen Sicht sind Fichtel- und Kallberg zu sehen. Leider habe ich keine Profi-Ausrüstung, sodass das mit dem Handy hier nicht wirklich zu sehen ist. Aber bei guter Sicht oder sehr guter Sicht wirken Fichtelberg und Kallberg ganz, ganz nah. Gleichzeitig sind wir, wie gesagt, oberhalb von Hohenstein, oberhalb vom Sachsenring. Und Sachsenring haben wir schon beim traditionsreichen rund um den Sachsenring Radrennen teilgenommen. Der Sportler Florian ist schon mehrfach. Wir haben auch bei den sächsischen Bergmeisterschaften in Klingenthal teilgenommen und bei Radrennen in Dresden, der Sächsischen Schweiz, zum Fichtelberg. Ich schon länger nicht mehr, aber der Florian bis zu seinem Unfall. Viele Motorradgruppen rund um den Sachsenring. Ich habe leider noch keine aufnehmen können. Ich musste auch anhalten jetzt, weil die Fahrtaufnahme mit den Windgeräuschen muss ich rausschneiden bzw. kann ich nicht verwenden. Für die Rennradfreunde für alle erstmal, ich fahre jetzt über dem Marktplatz von Hohenstein-Ernstthal. Und jetzt gehen noch die Rollgeräusche, aber gleich komme ich auf das uralte Kopfsteinpflaster in Hohenstein in der Bergstadt mit 200 bis 300 Jahre alten Häusern. Und hier ist es wie Kopfsteinpflaster, wie auf den Pavés in Belgien bei den Frühjahrsklassikern oder auch bei Tourabschnitten. Und
Im Gegensatz zu meinem Diamantrennrad mit Stahlrahmen klappert dann hier die Cola-Büchse, ne? Also der Alurahmen irgendwann. Und ja, heute geht's noch. Ja, jetzt muss ich aber beenden, weil ich sonst nicht treten kann hier beim Film. Apropos erfolgreiche Skirennen und Radrennen, über unsere Familie wurde im Sport, in der regionalen Presse, viele Jahre lang in redaktionellen Beiträgen und Artikeln berichtet. Da gibt es über 60 Artikel vom vierjährigen Skisportler bis zum, wie gesagt, Senioren-Opa. Und seit dem Engagement des Sachsenkanals, nicht nur im Sport, seitdem berichtet die freie Presse und andere Redaktionen strikt nicht mehr. Das ist ein Tabuthema, besonders der freien Presse, für uns die unfreie Presse. Die einzige Presse, die berichtet, ist das Chemnitzer Tageblatt, die das sehr niveauvoll macht, und ab und zu nochmal eine Regionalzeitung. Soweit zur Presse- und Medienarbeit selbst im Sport. Also nicht nur in Sachen Politik, sondern selbst im Sport gibt es diverse zensurartiges Verhalten mit einer Art Sippenhaftung. Ja, das musste jetzt in Hohenstein nochmal benannt werden, weil viele, viele wissen das gar nicht. Und die glauben dem, was in der freien Presse steht und in den Mainstream-Medien berichtet wird. Ja, aber auch durch Weglassen kann viel verfälscht werden, und soweit dazu.